Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal, zum nächsten Part der Team of the Season Prediction der Bundesliga. Mich hat sehr gefreut, dass die erste Episode so gut bei euch angekommen ist. Ich hoffe natürlich, dass auch diese Episode wieder gut bei euch ankommen wird. Schreibt mir wie immer eure persönliche Meinung auch in die Kommentare. Die Meinung, die ich hier vertrete, ist natürlich nur meine Meinung. Ich mache die zwar an Daten fest, aber es kann natürlich sein, dass sie nicht mit eurer Meinung konform ist. Deswegen müsst ihr aber nicht blamen, sondern schreibt dann lieber eure Meinung in die Kommentare. Da diskutiere ich damit sehr gerne mit euch drüber. Und ja, wenn ihr Coins braucht, um euch beispielsweise später diese Team of the Season Spieler zu kaufen, dann schaut bei Randy Run vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr euch PSN-Guthaben, Microsoft-Guthaben oder auch Coins kaufen. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Auch ein Link zu Facebook ist in der Videobeschreibung und zu Tobi, meinem Schützling, ebenfalls. Wir schnacken gar nicht lange drum rum, sondern fangen direkt mal an mit dem Mittelfeld heute. Und wir fangen erstmal mit den Zentralmittelfeldspielern, gehen dann zu den Flügelspielern und dann zu den beiden Ersatzspielern. Ich habe zwei Ersatzspieler, zwei Zentrale und zwei Flügelspieler. Und die beiden zentralen Spieler sind Roberto Firmino von der TSG 1899 Hoffenheim und Philipp Lahm von den Bayern. Ja, warum Firmino? Ganz einfach, Firmino hat für mich eine der besten Saisons gespielt, war der mit auffälligste Feldspieler meiner Meinung nach auch überhaupt in der Bundesliga. Und hat einfach viele Tore geschossen, viele Vorlagen gemacht, wie ihr hier auch seht, in 29 Spielen 14 Tore, 11 Vorlagen, hat 4 gelbe Karten bekommen, aber das ist in Ordnung, denke ich mal. Das zeigt, dass er nicht unbedingt der Raufbold ist. Und er hat einen Inform bekommen und ich denke, dass er ultra geile Stats haben würde auf seinem, wir displayen heute, Team of the Season, Menschen, Karten, Typen, Blau, denn 83 Tempo, 88 Dribbling, 79 Schüsse, 77 passen, sind richtig, richtig gut, zudem würde er bestimmt nicht so viel kosten, 83er Rating. Sieht so ein bisschen aus wie Oscar, wenn er mich fragt, hat aber dafür Longshot-Taker. Foster Skills, alles wunderbar. Und ich denke, dass die Karte durchaus so aussehen könnte. Da würde ich mich sehr darüber freuen, weil ich finde einfach für Mino, auch wenn ich die Hoffenheimer nicht mag so unbedingt, ist das ein sehr, sehr guter Spieler. Und deswegen könnte ich mir das schon gut vorstellen, genauso wie bei Lahm. Lahm hat die meisten seiner Spiele im zentralen Mittelfeld gemacht, weil er der notenbesten Spieler der Bundesliga hat 2 gelbe Karten nur bekommen. Als Sechser ist das eine unfassbar gute Leistung und als Rechtsverteidiger auch wenn er da, ich glaube, nur 5 Spiele gemacht hat. Er hat ein Team of the Year bekommen, wird eventuell jetzt auch ein Team of the Season bekommen. Es gibt sehr viele Mittelfeldspieler, das weiß ich. Und ich kann euch gleich sagen, dass einige von euch jetzt enttäuscht sein werden und vielleicht auch ein bisschen sauer, dass einige nicht dabei sind. Ich zähle euch mal auf, wer definitiv nicht dabei ist. Hahn ist nicht dabei, Volland ist nicht dabei, Aubameyang ist nicht dabei, Çalhanoğlu ist nicht dabei und auch Mkhitaryan ist nicht dabei. Warum nicht? Es gibt natürlich auch noch Götze, Schweinsteiger, Kroos, vor allem die ganzen Bayern-Spieler, die alle nicht dabei sind. Aber warum habe ich mich für Lahm entschieden? Ganz einfach, Schweinsteiger hat für mich zu wenig Spiele gemacht und war auch notenmäßig, glaube ich, schlechter als Lahm. Kroos ebenfalls, der hat für mich schlechter gespielt als Lahm. Götze könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, aber auch da sehe ich Lahm noch einen Zentimeter zu weit vorne. Hahn hat zwar eine gute Hinserie gespielt, ist in der Rückserie aber relativ abgefallen. Zudem wäre es ein weiterer Silberspieler und es gibt einfach zu viele starke Flügelspieler in der Bundesliga, die EA Hahn bevorzugen wird. Genauso sieht es bei Volland aus. Aubameyang ist notenmäßig auch nicht so besonders gut, hat zwar viele Tore geschossen, aber war an sich jetzt nicht so überragend, auch wenn ich ihn sehr, sehr gerne mag. Çalhanoğlu spielt für den HSV, das heißt schon einiges. Es wäre sehr unwahrscheinlich, dass so einer ein Team of the Season bekommt, zumal er linker Mittelfeldspieler wäre und da gibt es einfach bessere. Und auch er hätte nicht so die geilsten Stats, außerdem hat er auch nicht... Er hat zwar gut gespielt, verstehe mich nicht falsch, aber er hat 3 Vorlagen und 10 Tore gemacht. Und das meiste waren Elfmeter oder Freistöße. Das ist zwar eine Leistung, aber trotzdem denke ich, dass da beispielsweise ein Lahm deutlich besser war. Und genau das gleiche ist auch bei Mkhitaryan der Fall. Auch wenn ich Mkhitaryan mir noch am ehesten vorstellen könnte. Ich habe mich aber nach Beratung mit Lukas für jemand anderes entschieden, den ihr gleich sehen werdet. Lahm auf jeden Fall ein Tor, 3 Vorlagen als Sechser, das ist, denke ich mal, in Ordnung. Ihr wisst alle, wie gut Lahm spielen kann. Auch wenn ich ihn persönlich nicht besonders gut leiden kann, ist er einfach einer der besten Spieler der Welt. Wir kommen zu den Flügelspielern und da haben wir das Duo Robben Ribéry. Gut, da kann man jetzt sagen, ey, komm, da kannst du auch Hahn hinstellen oder Fafan oder beispielsweise Aubameyang oder Volland. Nee, auch Çalhanoğlu kommt meiner Meinung nach nicht an Ribéry vorbei. Ich hatte Ribéry erst selber nicht, weil ich da Müller hatte, aber Müller wurde dann bei mir von Ribéry verdrängt. Einfach weil Ribéry einmal hat er den Team of the Year bekommen, war unter den Top 3 bei der Fußball des Jahreswahl, ist Zweiter geworden, soweit ich mich erinnern kann. Und hat einfach, ja, eine richtig gute Saison gespielt. Er hat 20 Spiele, 9 Tore und 12 Vorlagen. Ich glaube, ist, glaube ich, insgesamt notenbester Spieler in der Bundesliga. Und das ist einfach zu krass. Da kommt ein Çalhanoğlu nicht dran vorbei und auch ein Hahn und ein Volland. Nicht genauso wenig wie ein Robben, der auch überragend gespielt hat diese Saison. Ich weiß nicht, ob Robben reinkommt. Ich könnte mir Müller fast noch eher vorstellen bei EA. Aber ich würde Robben echt gerne haben, weil der echt eine grandiose Saison gespielt hat. 24 Spiele, 10 Tore, 6 Vorlagen. Ist einfach ein richtig guter Spieler. Keine gelbe Karte, keine rote Karte. Ist ein sehr disziplinierter Spieler. Ich weiß, man muss ihn nicht mögen. Ich mag Bayern zwar ein bisschen, aber auch nicht so gerne. Und Robben ist auch nicht mein Lieblingsspieler. Aber er hat einfach, man muss einfach seine Leistung würdigen. Und ich finde, dass er nochmal einen Tuck besser war als Hahn, zumal Hahn Silber wäre. Und das wäre jetzt der 4. Silberspieler in diesem Team of the Season, weil es gibt noch einen Silberspieler.
Und das passt einfach nicht. Also seid mir nicht böse. Es kann natürlich sein, dass ihr die gerne drin hättet. Ich kann es auch nachvollziehen. Die haben wirklich alle gut gespielt. Aber ich sehe halt Ribéry und Robben doch noch den Tuck weiter vorne. Und kommen wir mal jetzt zu den letzten heute fürs Mittelfeld. Und da haben wir nochmal zwei Spieler. Und jetzt keine Sorge, es ist einmal Reus dabei. Natürlich ist Reus dabei, denke ich mal, ist ganz klar. Denn der hat einfach eine unfassbare Saison gespielt. 26 Spiele, 14 Tore, 11 Vorlagen. Zwar 6 gelbe Karten, aber das ist, denke ich mal, noch vertretbar. Hat unglaublich perverse Stats auf dem Team of the Season, vor allem, wenn man bedenkt, dass der Inform ja nochmal gepusht werden würde, also, dass der Inform schon krass war und dass die Stats im Gegensatz zu dem dann nochmal gepusht werden, also, das wäre schon richtig, richtig pervers. Und ich habe mich dann auf der anderen Seite für Maxim entschieden. Warum für Maxim? Ich denke mal, dass Maxim, wenn Stuttgart drin bleiben sollte, das ist ja die Frage, ob sie drin bleiben. Ich denke ja, dass das Bundesliga Team of the Season, nachdem die Bundesliga vorbei ist, erst rauskommt. Und ich denke, wenn Stuttgart tatsächlich die Liga halten sollte, dass dann Maxim Team of the Season bekommen könnte. Das ist kein zwingendes Muss. Aber er hat einfach 7 Tore und 12 Vorlagen gemacht, hat richtig gute Noten und ist einfach ein richtig, richtig guter Spieler. Ich mag Stuttgart von den Spielern her nicht so gerne, beispielsweise Ibisevic kann ich nicht leiden persönlich. Aber Maxim ist einfach der Spieler bei Stuttgart, den ich am coolsten finde. Und der ist einfach richtig, richtig gut. Und der hat eine richtig gute Saison gespielt, obwohl er bei einem Abschiedskampfverein, sage ich mal, und deswegen könnte ich mir den da vorstellen. Es könnte, wie gesagt, auch Mkhitaryan werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf der Position Çalhanoğlu oder Aubameyang oder Hahn oder Volland kommen. Dann doch eher Mkhitaryan. Vielleicht auch, was weiß ich, Götze Reus, wenn EL wieder einen Mann hier braucht. Wenn das, finde ich, nicht gerechtfertigt wäre. Aber so ist meine Meinung und ich denke, ihr könnt es auch nach meiner Begründung jetzt verstehen. Ich hoffe es zumindest und ich hoffe, dass ihr mich deswegen jetzt nicht so sehr hatet. Schreibt, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Wir können da gerne drüber reden, diskutieren, schreiben. Habe ich sehr viel Bock drauf, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ja, ich hoffe, dass euch trotzdem diese Team of the Season Prediction Nummer 2 gefallen hat. Es kommen dann morgen oder heute noch die Stürmer, je nachdem, wie ich Bock habe und wie ihr das Video liked. Wenn das Video 200 Likes bekommt, 250 Likes bekommt, das wird nämlich sowieso nicht funktionieren, muss ich jetzt heute nicht mehr kommentieren, puh. 250 Likes bekommt bis 18 Uhr, dann machen wir heute noch eine Team of the Season Prediction für die Stürmer. So. Schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Schaut bei Randy vorbei, schaut bei meinem Twitter vorbei, schaut bei Facebook vorbei. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Bundesliga-Gucken an alle von euch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein.